Hallo, ich dachte, du hast Hunger. Danke. Hast du Chips dabei? Die Sache tut mir leid, aber ich wollte dich warnen. Ich musste mit Sparrow die Eier retten. Ach, du verstehst es nicht. Wenn wir nicht bald Drachen in diese Welt zurückholen, ist unsere Magie verloren. Hier lebten früher Drachen? Ja, das war früher ihre Heimat. Aber vor langer Zeit verbannte die Zauberin sie auf die andere Seite der Welt. Sie wusste nicht, dass die Drachen die Quelle unserer Magie sind. Ich könnte die Drachen bitten, zurückzukommen, wenn du mich freilässt. Tut mir leid. Ich kann nicht. Nach dieser hübschen kleinen Zwischensequenz begrüße ich euch zurück zu Spyro Reignited Trilogy. Da haben wir die Bianca zum ersten Mal ohne Kapuze gesehen, was? Ist okay. Da entsteht auf jeden Fall noch eine Romanze zwischen ihr und Jäger. Wir machen jetzt erstmal weiter mit der Honigwabenstrecke. Fluglevel. Ja, definitiv, aber ich freue mich drauf. Sie sind anspruchsvoll geworden, aber das machen wir jetzt halt, ne? Der Fluglevel der dritten Welt. Wo ich das gerade schon sehe, wobei das sind Boote. Ihr habt mir nämlich geschrieben, fleißige Kommentarschreiber, danke dafür, mit Tipps und Tricks, dass ich bei solchen Flugleveln, bei zum Beispiel Autos, dann doch lieber sprinten sollte, statt darauf zu beharren zu fliegen. Mal gucken, ob wir das hier anwenden können. Hat mal ein bisschen mehr geredet, ne? Okay, statt das meint er mit Honigwaben, ja lol. Aber okay, ne? Ich tendiere halt schon da drauf. Ich sag mal, dass es mal Fluglevel gibt, wo man sich ein bisschen überlegen sollte, welche Route man nimmt. Okay, wenn Sparks mir den Hinweis gibt, ich werde jetzt mal bei der Taktik bleiben. Alles nacheinander zu lösen. Okay, wenn das so gemacht ist. Hä? Habe ich echt einen übersehen, als ob? Ja, so wird es natürlich schwierig, ne? Ist ja keine Frage. Ich würde halt nur interessieren, wo habe ich eine übersehen? Oder warum hat keine gezählt? Hä? Ja, das geht schon mal gut los, nicht wahr? Spyro, der Dragon, bitte! Zählt! Zählt! Also auf dem Weg kann ich auch echt keinen übersehen. Ich meine auch links und rechts. Wieder der Erste? Gut, dann ist es merkwürdig. Ich soll als nächstes zu den Bienen. Die ich eben noch gesehen habe, aber jetzt nicht mehr. Gut, die fliegen hier auf. Die schwimmen auf Honig. In dem Land, in dem Milch und Honig fließt. Oder so ähnlich. Bereitet mir schon Kopfschmerzen. Ich weiß jetzt nicht. Natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wo der letzte Rest ist. Alter, warum treffe ich die Bienchen nicht? Nicht nur, dass die böse gucken. Ich muss irgendwo in der Mitte noch eingeben, oder zählt das hier? Irgendwo muss es noch eine Honigwabe. Ja, der Versuch ist eh für einen Eimer. Aber lass mich doch wenigstens finden, wo der letzte ist. Versteckt oder so? Ach, Tatsache, habt ihr gesehen, da war einer? Moment.
Ja, liebe Freunde der Spyro-Action, ich meine, das ist halt mal so, wenn dieser Fluglevel drankommt. Warte, der Baum da, da ist ein Baum davor und dahinter, hinter einem Baum, ist noch was versteckt. Ist hier vielleicht? Nee, das war es leider nicht. Damit natürlich schon mal Epic Fail. Da ist es. Ah, seht ihr es? Warum? Na, wie dem auch sei. Die eine Honigwabe war ein bisschen mehr versteckt. Was auch okay ist. Wir wissen es jetzt. Ich glaube, da ist zu viel Zeit schon verflossen. Ins Lernprotokoll. Na, probieren wir es. Ist immer gegen die Fahrtrichtung, dann geht's schneller. Ja, aber wenn einen übersiehst. Ist an für sich schon gelaufen. Ja, wobei, ich schöpfe sogar Hoffnung. Die Zeit ist doch sehr großzügig, was das angeht, oder? Irgendwie schon. Also ihr müsst die Sachen nur finden und dann hat sich das. Alles klar. So, wir müssen, glaube ich, erstmal rausgehen. Schon über 100 Eier. Was? Chris? Heißt der Chris? Gut. Dann muss ich jetzt Jäger finden. Wo könnte sich der verstecken? Ich meine, der wird so 100 pro oder 90 pro hier auftreten. Da vielleicht. Hätte sein können. Nebenquests. Aber was heißt Nebenquests, ne? Es ist für die 100% gut. Ich bin auch vorhin irgendwo rein und habe gesagt... Ist hier noch was? Da war nichts. Da würde ich ihn eventuell vermuten. Ach so. Oh, wegen der Sequenz. Ha, ich muss wiederkommen, wenn ich Jäger gerettet habe. Das ist ja witzig. Okay, aber vielleicht bekommt ihr deswegen heute noch mehr als nur diesen Level zu sehen. Ist ja blöd. Okay, gegen die Bienen antreten. Klar, kennen wir auch das Prinzip. Auch wenn das echt ein bisschen... knackig sein kann. Ja, das ist ja blöd. Hätte ich erst den Fluglevel gemacht, wäre ich hier komplett gewesen. Wobei Jäger in fast jedem Level eine Rolle spielt. Was ich damit sagen will, irgendwo fehlt er dann immer. Ich hoffe, ich bekomme den alsbald wieder zurück. Ja, es wäre natürlich zwar irgendwo bescheuert, wenn er laut Zwischensequenz entführt worden wäre... Und wir ihn dann im Level treffen, aber ich hätte mich nicht beschwert. Ich hätte mir darüber keine Gedanken gemacht. Videospiellogik, vor allen Dingen für damals. Aber das Game denkt mit. So, die Frage, die sich mir stellt, brauchen wir hier auch spezielle Taktiken, um zu überleben? Ah, guck mal, da hätte ich einen Turbo nehmen können. Probieren wir es erstmal ganz geschmeidig, ne? Dann kann ich immer noch gucken, wie ich meine Zeit verbessern kann. Und schneller vor die Bienchen komme. Zum Beispiel damit. Wobei ich auch nicht weiß, ob es das wirklich so hart wert ist. Kontrolle vermeintlich zu verlieren.
Doch, ich glaube, das geht sogar. Also haut mich. Aber ich glaube, es ist nicht nur Einbildung. Dieser Level ist insgesamt einfacher als der letzte Fluglevel. Die Querfeld-Einstrecke. Das war ein 35-Minuten-Part. Falls ihr euch erinnert, das tut mir auch irgendwie immer noch leid. Weil ich will ungern einen ganzen Part mit einem Fluglevel füllen, wo ich es manchmal versuche. Aber genau das fand statt, ja. Genau das war Chose. So, jetzt die letzte Runde. Ich krieg dich auch noch irgendwie eingeholt. Ich meine, große Fehler wären jetzt auch schlecht. Aber bei dem anderen Level musste man viel mehr rausholen. Oh ja, jetzt hat er den Stern genommen. Also sowohl das Zeitlimit eben bei dem Zeitrennen war sehr komfortabel. Das, obwohl ich doch einige Fehler gemacht habe und geschaut habe und gucken musste, hat es dann relativ locker gereicht, obwohl ich am Ende auch nochmal Sachen verpasst habe. Noch die Bienchen. Oh, oh, Mann, flieg. Guck mal, ich mache selbst solche Fehler und ich bleibe immer noch auf Platz 1. Du bist nicht mein Rivale, oder? Egal, schieß dich trotzdem ab. Er hat sich nicht vorgedrängelt. Ich bin irgendwie, weiß nicht, überrunden auch nicht. Ich habe ihn nicht überrundet, sondern der kommt mir quasi entgegen. Das finde ich sehr entgegenkommend. Das ist das Ziel. Also ohne Flachs, einfach. Aber umso besser, dann seht ihr heute mehr. Ja. Bienen gegen Drachen. Nur mal so als Vergleich. Dafür gibt's den guten Henry. Gut, wir müssen nochmal zurückkommen, wenn wir Jäger haben. Alles klar. Dann halte ich jetzt Ausschau nach dem nächsten regulären Level. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch welche haben. Muss vielleicht auf die Oberwelt ein bisschen gucken. Lucky Lucky machen. Wo? Aber zum Boss? Nee, ne? Nee. Ich guck mir das gerne nochmal im Menü an. Was sagen die Level? Sparks Level gibt's erst ganz am Schluss. Und davon ab. Ja, doch, da fehlen noch einige. So, aber wo könnten die sein? Hier unten in dem Bereich des Wales geht es ja wieder weiter. Noch befindet sich da noch ein Leveleingang. Da hinten sollte ich vielleicht mal vorbeischauen. Oder oben in den Türmen, da müsste noch was gewesen sein. Sparks Level. Mehr nicht. Was? Als ob. Die Oberwelt haben wir schon bereinigt. Ich guck mal, wer schon alles da ist. Okay, es fehlt noch eine Hauptperson tatsächlich. Kann ich in eine andere Richtung schwimmen? Ja. Ne, das ist auch der... Ach, schau an. Ha, tricky, verzwickt. Das heißt, hier muss es einen Eingang geben. Einer führt ja zu Jäger. Ne, Bentley meine ich. Bentley, den haben wir hier bekommen. So, und da muss es noch einen Eingang geben, der mich zu weiteren Leveln führt. Wo hätten wir den denn? Gerade zu blöd, um die Level zu finden, ehrlich. Die Flotte haben wir. Wo führt das denn hin? Ich glaube hier. Hier ganz warm. Ja, ja, ja. Feuerwerkfabrik. Gut. Das wird explosiv. Da kann man sich drauf freuen. Hey ho in the ghetto. Let's go with the O. Let's play Spyro. Wow, 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 wow. So, und dazu mein dumm Gesinge des Tages und weiter geht's. Feuerwerksfabrik.
böse Mucke. Machen die mir direkt Angst. Die Pyrotechniker hier. Diese fiese Zauberin hat die Raketenpläne des Professors geklaut. Und ich bin auf einer Geheimmission, um sie zu finden. Händel sollte mich hier treffen, aber ich finde ihn nirgends. Kannst du mir helfen? Händel und Greta aus Spyro 2 sind zurück. Na, prima. Ja, doch gerade noch einen Gegner besiegt. Das fand ich witzig. Also das hat man so in der Form auch nicht. Ist das Ninja Rinoxe? Dein Ernst? Aber kein Problem. Ich weiß nicht, waren Händel und Gretel Greta natürlich. So beliebte Charaktere, dass man sagen musste, man holt die wieder rein. Was ist das hier genau? Nee? Ich hatte gehofft, man könnte das eventuell aktivieren. Ich lasse die Gegner so ungern. So ungern unbesiegt. Tauchen immer wieder auf. Die geben normalerweise doch Edelsteine. Da sind es echt alles Illusionen. Wie auch immer man dahin kommt. Komm, erstmal weiter. Immer wieder respawnende Gegner. Darauf hat die Welt gewartet. Das ist genau, worauf wir Bock haben. Also was zum Spucken war das? Da macht's Bumm! So, immer her mit den guten Sachen. Ach, einfach so. Noodles! Noodle-LP, gibt's die noch? Ewig nichts mehr gehört. Instant Noodles. Ups. Sorry, dass ich ein bisschen schwindlig wird, aber ich nehme gerade keine Rücksicht. Ich denke mir, ihr seid inzwischen gewöhnt von Spyro, oder? Ja, gibt es relativ wenig NPCs. Ich denke immer, ich habe ein neues Areal, weil da Gegner sind, aber ist gar nicht so. Gehen die mir auf die Nüsse. Deswegen muss ich auch permanent in Bewegung bleiben. Und das macht... BUM! Ja. Hey. Du musst wohl diese Kanone benutzen, um rüberzukommen. Klettere einfach an Bord. Ich muss zuerst meinen Geist befreien. Pff, lass dich nicht aufhalten. Tu, was du für richtig hältst. Was zum... Ah, hätte ich das unten auch schon machen können? Nee, die unten war zu, definitiv. Die feuert sich automatisch ab, auch gut zu wissen. Von hier oben gibt bestimmt einiges. Sollte man nicht leichtfertig runterspringen. Glaubt mir auch, das hatte ich nicht vor, aber ich sage das offensichtlich. Da gab es irgendwelche Orte, die wir nicht erreichen konnten. Ja, ganz am Anfang das. Da hinten gibt es jetzt ein Dings nach oben. Warum? Hey, da oben sind Gegner. Die fallen jetzt von der Decke. Ja, das ist auch blöd, dass der immer so an mir dran steht, wa? Also, dass er nie das Gesicht zu mir dreht, sondern immer seine Feuerwerkskörper. Der tut mir ja fast sowas wie leid. Und Trap. Auch da machen wir Bumm.
Ein sehr einfältiger Level bis hierhin eigentlich sogar. Kanone, die einen automatisch verschießt, hin oder her. Ein Sub-Bereich. Ja, da nix wie rein. Da ist er doch. Ich glaube, ich sehe ein Ei hinter dir. Aber es ist weit weg. Du musst den langen Weg durch all diese Rhinoxe nehmen, um es zu erreichen. Ein langer Weg durch viele Rhinoxe. Na, prima. Okay, jetzt wo sie sich zu mir drehen, ist es gar nicht mehr so einfach. Muss die aber eh killen. Okay, sind die fast unbesiegbar, wenn man sich denen frontal nähert. Entschuldigt bitte, aber ich muss hier nochmal durch. Ist halt schwer zu erkennen. Ihr seht, manche geben ja auch Edelsteine, aber manche sind Illusionen. Oder geben die nur keine Edelsteine, wenn sie respawnen quasi. Das ist ja bekanntlich sehr schnell von mir. Das hat schön ausgesehen. Was haltet ihr generell von Feuerwerkskörpern? An für sich eine schöne Sache, man guckt sich das ja an, ne? Aber ich weiß nicht, die Menschheit hatte schon klügere Ideen. Nicht so ein Spießer sein darf, um jetzt gerade mal zu kritisieren. Ich meine, ja, ich weiß nicht. Schnell erwischt? Ja. Ihr wisst schon, wie ich es meine, ne? Gerade zu Silvester ist ja alles sehr übertrieben. Ich tendiere immer noch zu Lightshows, ne? Statt Feuerwerkskörper Lightshows. Feuerwerkskörper sind, ja, eigentlich gefährlich. Und ja, werden immer weiter antiquiert. Also. Und Schaden der Umwelt halt, ne? Ihr werdet es noch erleben, dass man sich tendenziell gegen Feuerwerk entscheiden wird. In den nächsten Jahrzehnten. So ist das halt. Ich meine, vor 100 Jahren haben die mit der Pistole in den Himmel geschossen. Zwischen den Weltkriegen. Okay, so geht's echt nicht. Edelstein, scheiße. Haben wir noch irgendwo so ein Ding zum Ballern, zum Spucken? Hier geht's weiter, warte. Oder sie. Hat funktioniert. Okay. Naja, aber in dem Level liegen Gegner und Krüge einfach so ganz stupide im Weg, ich weiß nicht. Sowohl im Hauptlevel bislang, als auch in dieser Sub-Area. Nichts, was einen umwirft. Ich möchte fast sagen, einer der schwächeren Level überhaupt in der gesamten Trilogie. Ja. Pass auf die Lava auf. Sie sieht so. Ja, aber ich bin doch schon wieder hier. Hä? Was war das? Pass auf die. Aber ich sollte ihn doch finden. Oh, was ein Käse. Wo geht das denn hin? Und da komme ich. Ja. Benutzen, um die Feuerdrachen zu besiegen. So kannst du Superflug und Superflamme gleichzeitig benutzen. Stark! Besiege die zwei fliegenden Feuerdrachen. Die Schwänze wachsen nach, wenn du sie in Ruhe lässt. Das gucke ich mir mal an. Au! Ja, Himmel, hilf! Hat ja super angefangen.
scheinbar verdammt schnell unterwegs. Kommt jetzt hier raus. Verdammte Axt. Ja, da müssen wir direkt nochmal ran, ne? Vielleicht empfiehlt es sich ja, obwohl, warum? Ich habe ja Superflug. Meine Überlegung war, das vielleicht aus vom Boden aus zu probieren. Aber... ich glaube, jetzt wirkt es besser. Sind aber halt auch echt zügig dabei. Aber auch eine Menge Energie. Ich soll auf den Kopf zielen, nicht wahr? Macht sich halt auch sehr einfach. Es liegt doch überall Energie für Sparks. Nicht sicher, ob auf den Kopf treffen überhaupt was bringt. Tja, da mischt sich so ein klitzekleiner Drache ein in die Angelegenheiten hier, in das Business von den dicken Dudes. Weil das eine ganz andere Gattung ist, eine ganz andere... auch nicht. Komische Flugroute haben die. Also nicht, ist bestimmt nicht unbegrenzt hier, die Heilung. Die heilen sich aber auch heftig, ne? Sollte ich mich auf einen konzentrieren erstmal? Dann konzentriere ich mich auf den roten. Oh, hier, was? Alter. Moment, da muss ich gerade nochmal Lucky Lucky machen und durchlesen, was genau der gesagt hat. Oder machen wir das im nächsten Part weiter, ich würde sagen. Im nächsten Part besiegen wir die Drachen. Seid also unbedingt dabei, nicht verpassen, Like da lassen. Also bereits morgen, ja, dass ihr Bescheid wisst. Gut, bis dann und ciao!